So. Dann, wait. Sollte ich M für die Karte drücken? Gut, das war ein Missionchen für Jerry. Ach komm, jetzt gehen wir jetzt zu Phil. Dann wechseln wir so ein bisschen ab. Obwohl ich eigentlich noch mit dem Dingens abwechseln wollte, mit dem Auftragskill-Mörder-Viech. Wo will mich denn das GPS schon wieder hinschicken? Das hat doch keine Ahnung. Nur ich weiß, wo es lang geht. Okay. Ha! Kein Kratzer. Warte mal, ich glaube, ich muss mal kurz den Sender wechseln. Weil das dann doch gerade ein bekannteres Lied war und nicht, dass ich jetzt GEMA-Probleme kriege, das wäre blöd. Und zwar ziemlich. So. Ja, weil vor allem dann die Folge nicht erscheinen könnte. Mensch, ja. So, der schöne neue Wagen. Falls ihr komische Geräusche hört, das ist draußen eventuell, weil... Das sind auch Motorengeräusche, ja, okay, das kann bestimmt nicht sein. Weil ich habe gerade mein Fenster offen. Was geht denn da draußen gerade ab? Jetzt noch ein Motorrad an, glaube ich. Ich höre es gerade nicht so gut, weil ich Kopfhörer auf habe. Aber es ist laut genug, damit ich es höre. Wahrscheinlich könntet ihr es vielleicht auch hören. Also nicht wundern, ich würde euch bis vorgewarnt haben. So, und wenn, falls ihr es nicht gehört habt, dann vergesst es. Ist nicht so wichtig. So, jetzt halten wir mal ganz brav und reißen das Tor nicht sofort ein. Es klappt sogar. Unglaublich. Unbelievable. So, was... Ich weiß leider gerade gar nicht mehr, was die nächste Mission mit Phil ist. Ich bin gerade ein bisschen gespannt sogar. Ah, Moment. Jetzt. To live and to die in Alderney. Yeah, okay. You take care now. I'll see you later. Give me a call. Hey. It's not what it looks like. Okay. It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but... Maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean... I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. Bring Belle zu der alten Villa in West Dyke. Ach nein, das ist ja oben im Norden in Alderney. In Alderney. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. It's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off period. We took it, but we don't know who was watching it beforehand. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy if the Fed shows. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down here without any trouble. That's what keeps me alive and out of the pen. We'll see what we get. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. Ja, das ist doch ganz normal, wenn der Gärtner so Ohrhörer hat. Kennt ihr das nicht? Hat das euer Gärtner nicht? Das ist doch voll moderne Zeit. Das ist der Gärtnerfunk.
quatschen die drüber, darüber miteinander. Und, ach egal, lass mal das. So, wir fahren jetzt wieder das, das Heroin abholen, das wir vor einer Weile, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, mal von irgendwer geklaut haben. Das war diese tolle LKW-Aktion. Genau, und das haben wir dann irgendwo hinten rein. Genau, hier so rein, am Spielplatz. War hier nicht ein Spielplatz? Egal. Haben wir hier so reingebracht. Ich glaube, danach hatten wir, glaube ich, kein Auto und sind ein bisschen gestrandet. Ich glaube, ich habe das sogar die Aufnahme danach beendet. Nach der Mission. Ich weiß es nicht mehr genau. Das kann aber sein. So, und jetzt sind wir wieder hier. There you are. Frankie, you've been keeping your eyes open out here. You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. It's a ghost house. I got the horse loaded into two cars for you. I don't know, this don't feel right. Shit, Frankie, you dumb fuck! The feds have been watching us all along. Tja, die sind anscheinend auch nicht doof. Nico, get in that car and follow me. Du 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 du. Was? Passt auf, dass er nicht festgenommen wird, Lewis. Screw you, scumbags! We can't let those feds run the boss off the road! Get them! So, hab ich ihn. Komm schon. Hab ich jetzt den Kopf erwischt? Ja, nein, nein, nein. Warte. So. So gefällt mir das besser. Nein, jetzt habe ich ja 3 Sterne. Hatte ich das vorhin auch schon? Ich weiß, ich habe nicht aufgepasst. I got a lot on my mind, you know? I didn't have much time to scope this out. My ma's kind of sick. I've been looking after her. Shut up! These feds are all over me. I'm sorry, man. It's just, I only got married the other day. God, I love that kid. You want to see a picture? I don't want to see a fucking picture. I'm trying to get us out of this situation. Maybe then you can spend time with your wife instead of some jailhouse bitch. Put your foot down! Catch up to them! The feds don't fuck with the boss and get away with it! Get close to them! Ja, ja, jetzt ganz ruhig. Es läuft doch noch alles. Naja, noch gar nicht übertrieben. Ah, verdammt, wieso ist denn so weit nach vorne gerückt, Alter? Wo ist der lang? Aber wieso ist es ganz ruhig hier hinten? Ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Ab und zu sehe ich Bullenwagen an der Seite stehen. Du kommst ganz gut ohne uns klar, also so wie es jetzt nicht. Wo ist denn der? Der müsste doch eigentlich jetzt gleich reichweitig sein. Ah, ich glaube, da drüben ist er. Oder? Da ist der Wagen, ich fick da rechts. Ja, 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 ich bin ja schon unterwegs, jetzt gehe ich keinen Stress und so. Das ist, geht damit gar nicht. Ich kann unter Stress nicht arbeiten. So, ich bin immer noch nicht nah genug dran. Ja, so, jetzt aber. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Huch! Der LKW da hat es für uns auf Seite geräumt. Huh, zweiter LKW. So. What the fucking hell? Hui. Nein, nein, tun wir nicht, ganz ruhig. Innenrum oder außenrum? Phil? Phil ruft uns an. Okay, 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 okay. Dann sollten wir mal aufholen. Dann fährt er drüben rechts rein. Nein, nein, nein! So, dann hier.
3. So, endlich. Frankie, Nico, grab the stuff from the trunk and follow me. I got a van we could use. Na, hört sich gut an. More fucking bacon, shit! Sind wir gerade einfach gebellt und fragen, ich halt jeden aus, dass ich hier euch in den Weg stelle. Okay. Sollte nicht so. Sollte nicht so schwer sein. Lauf! Warte. Es könnte sein, dass ich jetzt überreagiere, aber... Aus dem Weg. Die Kniescheiben kaputt schießen. So. So, das war der Kopf. Geh zum Fluchtwellen. Es brennt hier alles. Lichterloh, Lichterloh, Lichterloh. Wer rennt einfach durch die Flammen? Okay. Ich renne ja schon. Ach da. Steigt mit Phil und muss ich fahren? Ich muss fahren, ja. Ach no shit, wer denn Warnungslevel los? Sind nur 3 Sterne. Jetzt macht er auch noch hin die Klappe auf. Und ich war auch noch darum. Ah. Ja. Ja. Okay, der fährt zurück, fahr ich so. Okay, 3 Sterne loswerden. Ich glaube, ich spinne. I think I spider. Es ist ja unglaublich. Ja, weiß ich gerade nicht mal, wo wir am Ende hin müssen. Don't play around with other people's lives either. I don't want to take a bullet or a stint in the pen for anyone else's fuck up. All right, guys. Shit. I'm sorry. Okay, jetzt also müssen wir hier wegkommen, hört mal auf zu streiten. Ah, scheiße. Ich feiere gefühlt ein bisschen falsch. Von hinten ist gleich zu den nächsten Bullen. Ah, okay. Ich muss auf offenes Gelände. Nein, 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 nein. Oh. So geht's auch. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll war. Das werden wir bald herausfinden. Aber hier bin ich ja ziemlich eingeschränkt in meiner Fahrweise. Ich bin am Skyway. Ach du Schande. Geht's da? Hey, zumindest komme ich hier schneller voran. Glaube ich. Weil ich nicht so viel Querverkehr habe. Ach du Schande. Das ist doch der Heli. Düst, 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 düst. Muss ich doch jetzt irgendwie ablenken, abhängen können. Aber es wird lustig. Ich glaube, hier werde ich die nicht los. Ich fahr wieder runter. Hier werde ich die nicht los. Das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich brauche einen Ort, wo ich einfach mal kurz eine Seitenstraße langfahren kann. Wenn es nötig ist. Komm schon. Ich schaff's raus aus der Zone. Ich bin aus der Zone draußen. Nein, da drüben ist ein Polizeigebiet. Scheiße. Ich bin auch hier beim Staatsgefängnis. Ah, verdammt. Ich bin hier mal voll falsch. Ah, beschissen, da kann man doch gar nicht fahren. Scheiße, ja, ach nee, hier sind Bullen. No shit! Okay.
Wie komme ich jetzt hier weg? Ich bin extra vorhin nicht rechts gefahren, weil da noch das Polizeirevier ist. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal nach rechts fahren. Nein, scheiße, gerade hier war falsch. Ach, the fuck. Ja, also es kann sich noch... Obwohl, es sollte gehen. Ich könnte es außen rumfahren. Aber jetzt kommt der Heli auch mal wieder. Es kann sich noch um Stunden handeln. Bitte haben Sie Geduld. So, das ist der nächste Wagen. Jetzt fahre ich wahrscheinlich doch noch am Polizeirevier vorbei. Ach ne, da ist schon wieder das Staatsgefängnis. Nein, ich muss am Polizeirevier vorbei, oder wie jetzt? Ja, muss ich. Scheiße. Jetzt muss so wie ich gerade fahren. So, dann dieses Polizeirevier. Hallo Leute. Ich mache gerade eine Verfolgungsjagd. Wollt ihr mitmachen? Ne, ist gerade gar nicht da. Scheiße, das ist halt schon der Heli. Was macht der gerade da hinten? Okay. So, diesmal fahre ich nicht den Skyway. Komm schon, komm schon. Wenn der Heli nicht auftaucht, habe ich eine reale Chance, hier endlich mal zu entkommen. Kann das sein, dass der Reifen kaputt ist? Ne. So, jetzt hier links rein. Oder drüben wird auch ein Paint Spray, aber ich glaube, ich schaffe es auch so. Das Heli, scheiße, ich muss fahren. Jesus, sometimes I wish I could just go inside and forget about all this. Ah, alter Schwede, ich hab's geschafft. Nico, you've done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. I got respect for you. Hey, let's see if we get back before you start talking like this, shall we? This ain't over until we got the H in a safe place. You're damn right. Ich habe immer recht, verdammt. Boah, ey, war das stressig. Obwohl, das ging eigentlich. Gegen Ende war es... Was bitte? Ich fahre zu schnell jetzt, oder wie? Beschwer dich halt noch. Vorhin hatte ich das nicht gestört, dass wir von den Bullen kommen wollten. Naja, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren müssen. Es ist wieder drüben, wo wir mal das Kokain abgeholt haben. Die Folge, bei der wir auch ein paar Mal hin und her mussten. Sind wir immer mit bei der Mission von Phil. Ich sehe einen Zusammenhang. Habe ich da einen Bordcomputer da drin? Krasse Scheiße. Das ist sogar ein richtig fetter Bildschirm. Also das ist auch kein GPS mehr. Das ist ein richtiger Computer. Nee, ich muss nicht da hinten rein. Hä, wo muss ich denn? Bin ich jetzt wieder an die gleiche Stelle? Das kann ja fast nicht sein. Okay. Strange. Na, wir sehen es hoffentlich bald. Wir sind hoffentlich bald da. Ey, ich hasse diese Straßen. Ah, da hinten. Ich sehe es schon. Das gelbe Symbol. Siehst du es nicht auch? Ta-ta-ta. Nice driving, Nico. We're gonna be able to shift this H for a lot of money. Might just keep the Pecorino family's head above water. See you around. Ja, hoffentlich. Haben auch viel dafür getan. Ach, und den tollen Wagen darf ich jetzt behalten, oder wie? Vergiss es. Oh, 12.000, das ist schick. Boah, den Wagen will ich nicht haben. Das behalten, schenke ich dir. Ah, Heartstopper Burger. 6 Pounds? Ne, was ist das? 6 LB. Oh, das Restaurant ist aber schick. Ja, oh, Pizza diese. Pizza you can't refuse. Oh, in dem Fall, ich glaube, ich wäre es ein Pizza. Madame, ich hätte gerne eine Pizza. Ach nee, sie putzen hier nur. Kann ich mich eigentlich hinsetzen? Schade. Kann mir wirklich nichts kaufen? Hier ist da noch so ein Dingens. Rein kommt mir nirgends. Schade eigentlich. So. Ach komm, ich brauche irgendwas zur Entspannung. Töten wir Leute, ich brauche was zur Entspannung. Was heißt der? Hey, yo. Sorry, Lady. Get your hands off me. Ja, ich will ja bloß den Wagen. Oh.